Es ist immer das gleiche Spiel beim DAX. Wenn die Amis nicht am Start sind, dann hat der deutsche Leitindex so gut wie kein Eigenleben. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markeflüster. Aber es gibt eine einzige Ausnahme, an die ich mich erinnern kann. Und das war auch am Martin Luther King Day, also an dem Feiertag, der auch heute in den USA gefeiert wird. Und zwar Martin Luther King Day 2008. Ich war damals als Analyst bei einem Brokerhaus tätig und wir starten auf die Monitore und sahen, wie der DAX wie ein Stein fiel und das eigentlich ohne Nachrichten. Was war da los? Es war Jérôme Kerviel, wie sich dann später herausstellte, der Händler von Société Générale, der sich extrem vollgesogen hatte mit DAX Future Long Kontrakten. Und das Risk Management hat dann festgestellt, der Mann ist total überhebelt und hat an diesem Tag praktisch diese DAX Futures verkauft. Daher fiel der DAX wie ein Stein. Das wurde hinterher dann erst bekannt, Kerviel festgenommen etc. Sie erinnern sich vielleicht noch an diese Geschichte, aber davon sind wir heute weit entfernt. Aber es ist so ein bisschen ähnlich wie 2008, so vom Stimmungsbild her. Auch damals glaubte man, es kann überhaupt nichts schiefgehen, obwohl es damals schon Warnzeichen gab. Bear Stearns war gekippt. Lehman war noch nicht gekippt, aber kippte dann bald. Das war also sozusagen die Situation. Auch heute herrscht ja der Glaube, es ist alles super. Wir werden neue Allzeithochs sehen und man wird bestätigt, weil ja in den letzten Tagen immer wieder neue Allzeithochs bei den US-Indizes erreicht wurden. Nur beim DAX noch nicht, der ist aber knapp davor. Das Geschehen heute ist natürlich überschaubar. Ich will ein paar Dinge hier mal ins Feld führen für Sie, die vielleicht von Relevanz sind. Starten wir vielleicht mal mit dem Boeing, mit dem IWF, nicht mit Boeing, das kommt gleich. Der IWF hat heute pünktlich zum Start des Davoser Wirtschaftsgipfels gleich mal die Wachstumserwartungen gesenkt für 2020. Weltweit jetzt auf 3,3% von 3,4% und Deutschland hat man runtergenommen, auch nämlich von 1,4% auf 1,1%, also 0,3%. Das ist dann schon ein Wort, also schon eine deutliche Abkühlung. Die Bundesbank hat heute gesagt, ja, die Industrie scheint sich zu stabilisieren in Deutschland. Bau und Konsum boomen ja noch, jetzt vielleicht auch die Industrie, die ein bisschen aufholt. Aber wenn wir uns mal die Dinge anschauen, wie sie sich darstellen an den Märkten, zum Beispiel der globale PMI, der von JP Morgan ermittelt wird, also der globale Einkaufsmanagerindex, dann sehen wir, dass wir zwar hier so ganz leichten Schnapper nach oben haben, das ist diese Mini-Erholung, aber wenn wir das mit den Kursen abgleichen, die stark gestiegen sind, sodass die Lücke so groß ist wie seit den 90er Jahren nicht mehr, da gab es auch mal eine Situation, wo es ähnlich war, 95 zum Beispiel. Aber ansonsten ist das fast unerreicht, also die Differenz zwischen Kursentwicklung und eigentlich den Einkaufsmanager-Indizes mithin, also die Differenz zwischen Preisen und fundamentaler Situation. Aber das ist derzeit scheinbar nicht so wirklich interessant, weil die Fed eben aktiv ist. Und hier sagte zum Beispiel Matt King, der Stratege bei Citigroup, naja, es ist eben so, die Fed reduziert das Angebot von Anleihen, indem sie eben diese Anleihen kauft und stellt dafür Cash zur Verfügung, dass sie zum Beispiel in den Repo-Markt pumpt. Also stellt sich die Frage für die Investoren, was machen wir mit dem Cash? Und entweder sie kaufen Unternehmensanleihen oder sie kaufen eben Aktien. Und so erklärt sich natürlich ein Stück weit diese Rallye, die fundamental, naja, mäßig gerechtfertigt ist. Man wird jetzt die Berichtssaison sehr genau verfolgen. Schauen wir uns mal hier ein paar Firmen an, die berichten werden. Morgen die UBS, United Airlines, Capital One, IBM, auch das wird sehr interessant. Aber vor allem Netflix wird interessant. Ein Unternehmen, das ja ein Kind der Niedrig- oder Nullzins- oder Negativzinsphase ist, hochverschuldet, negativer Cashflow. Trotzdem weist man Gewinne aus, weil man die Filme, die man produziert, in die Bilanz einspeist und da bewertet, sodass das Ganze dann unterm Strich noch hübsch ausschaut. Aber das ist eben die Frage, wie lange dieser Taschenspielertrick noch funktioniert, wie viel sind diese Filme wirklich wert, die man eigenproduziert. Da werden wir morgen Interessantes hören. Wir haben am Mittwoch dann Johnson & Johnson, Texas Instruments wird wichtig für die ganze Computerindustrie, Donnerstag Comcast, Intel auch sehr wichtig. American Express am Freitag. Insgesamt werden ja in den nächsten zwei Wochen die von 30 Dow Jones Unternehmen 20 berichten. Natürlich sehr, sehr wichtig. Apple am 28.01. Das wird somit entscheidend. Boeing kommt am 29. am 29.01. wenn ich sie richtig sehe. Das wird auch
interessant, denn Boeing hat heute angekündigt oder CNBC berichtet genauer gesagt, dass Boeing sich erneut Geld leihen will oder muss, nämlich 10 Milliarden. Man ist da im Gespräch mit Banken. Das zeigt, dass das Unternehmen wohl damit rechnet, dass diese 737 Max-Problematik noch länger dauert. Man muss ja ohnehin immense Entschädigungszahlungen an die verschiedenen Fluglinien leisten, die eben ihre 737 Max nicht starten können und dürfen. Es ist ja so, dass die Chinesen und die Europäer gesagt haben, ja, selbst wenn die FAA, also die amerikanische Flugaufsicht, hier die Genehmigung erteilt, heißt das noch nicht, dass wir sie erteilen. Man wird sich das also separat anschauen. Ein Bekannter von mir, der bei Airbus arbeitete, sagte, wäre uns das passiert, dann wären wir tot gewesen. Das hätten wir nicht überlebt, gar keine Chance. Bei Boeing geht das wundersam und die Aktie steht auch noch gut da. Sie steht auch gut da, weil offenkundig die US-Administration ein bisschen hilft. Sonst wäre das Ganze nicht erklärbar. Man hat natürlich eine nicht unerhebliche Rüstungssparte. Hier sehen wir aber den sogenannten Trump Stock Market Tweetometer, also die Tweets von Donald Trump zu den Aktienmärkten. Und es ist auffällig, dass je stärker die Kurse steigen, umso mehr Tweets von Donald Trump kommen. Wenn dann die Märkte runtergehen, dann sehen wir, dann ist überhaupt nichts mehr mit Tweets. Also das ist diese selektive Wahrnehmung, die wir immer wieder erleben. Die Fed macht es möglich, aber auch die EZB ist aktiv. Und wir sehen, dass jetzt in Deutschland durch die Politik der EZB, Bilanzausweitung etc., Steigerung der Vermögenspreise ins Unendliche, wir jetzt ein neues Allzeithoch am deutschen Hausmarkt haben. Die Preise sind in 2019 um 12,1% gestiegen. Und hier sehen wir diesen Fahnenstangenchart, der so ein bisschen aussieht wie der Apple-Chart. Ähnlichkeiten sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Schauen wir uns mal den deutschen Leitindex an, die Charts von Capital.com, meine Damen und Herren. Wir sind bei 13.561, damit jetzt nur noch einen Wimpernschlag von den Hochs entfernt, die wir Anfang 2018 haben erreichen können. Wenn wir uns das Ganze mal auf kürzerer Zeitebene anschauen, dann sehen wir, man ist hier in wenigen Punkten gedümpelt. Da ist nicht so wahnsinnig viel passiert. Der DAX ist gleichwohl der einzige der größeren europäischen Indizes, also der französische Leitindex, der FTSE in England, der IBEX in Spanien, der MIB 40 in Italien, die heute haben ein bisschen zulegen können. 0,1% geht es nach oben, nicht eigentlich der Rede wert. Die US-Futures können wir uns schenken, da hat sich auch wenig getan. Ebenso wie beim Euro 1,1086 unter die 1,11er-Marke jetzt getaucht. Gold hält sich bei 1560. Auch hier sehen wir dramatische Volatilitätsverläufe offenkundig. Und wir sehen Crude Oil bei $58,81. Da gab es ja aufgrund des Produktionsausfalls von Libyen gleich eine Gap nach oben, aber so richtig gehalten hatte Crude Oil das Ganze nicht. Ein Tag zum Vergessen, wenn man ehrlich ist, wieder mal, es ist immer das gleiche Spiel. Wenn die Amis, wenn Big Brother nicht am Start ist, dann geht nichts. Und so ist es auch heute. Es war nur einmal, wie gesagt, anders. Das war im Jahr 2008. Wir hoffen, dass irgendwann die Europäer in der Lage sind, ein Eigenleben zu entwickeln, was Finanzmärkte betrifft. Und warten mit Spannung, dass jetzt ein bisschen mehr Power wieder reinkommt ab morgen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie morgen dann beim Videoausblick dabei sind. Bis dahin das Allerbeste. Servus und ciao.